So, meine Freunde, herzlich willkommen, Leute. Ich muss schnell euch was erzählen. Ich kann es gerade nicht glauben, was mir zugespielt worden ist von ein YouTuber. Also er ist jetzt kein richtiger fetter YouTuber, aber er hat halt auch, er macht auch YouTube. Und das, was er da sagt, Leute, das kapiere ich nicht. Das kann ich verstehen. Das kann ich nicht verstehen. So wollte ich sagen. Junge, ich weiß nicht, was mit dir los ist, aber Ridas ein Beispiel zu nehmen. Das tut weh, Digga. Das tut richtig weh. Ich kann mich noch erinnern, Digga. Ich habe dich, glaube ich, auch mal geradet. Damit ist natürlich jetzt Schluss. Ich denke mal, das Video wird dich auch triggern, wenn du das sehen wirst, Digga. Ich werde es auf jeden Fall hochladen. Weil das ist einfach nur ekelhaft, Digga. Das, sowas kannst du nicht bringen. Also, da, Leute, da hört wirklich der Spaß auf. Ich denke mir immer, Leute, wir schenken doch eh schon so viel Sachen her in RDW. Wir schenken so viel Sachen her. Und Dremo mental, der hat natürlich nichts Besseres zu tun, als wie diese Scheiße zu bauen und sich auch noch cool dabei zu fühlen. Digga, da kannst du am besten gleich sofort aufhören mit YouTube, brauchst du auch keine Streams mehr machen, weil nach diesem Video, glaube ich, wird keiner mehr mit dir trainen wollen. Und mein Freund, ich werde dich auch noch besuchen. Und dann schauen wir mal, wie du darauf reagierst. Ich möchte euch das jetzt mal zeigen. Big Mac ist auch da drin. Ja, ich zeige euch das jetzt. Mich hat's geschockt, Leute. Es ist unglaublich. Ja, mir fällt dazu nichts ein. Wir hören einfach mal rein, Leute. Daran gewöhne ich mich nie. Hast du nicht mehr? Hast du noch Quarz? Komm, ich geb dir zwei Stück, wenn du mir noch effizienter gibst. Ah, lass es auf. So, meine Fischfreunde. Ah, geil, Digga. Ich bin einfach so geil, Digga. Ich bin einfach so geil, Digga. Wirklich, ich fühle mich gerade so geil, ne? Da fehlen mir echt die Worte bei sowas. Leute, da fehlen mir die Worte von einem 11-Jährigen, der im Stream sagt, ich fühle mich geil, weil ich andere Leute abziehe. Das ist schon traurig, ne? Und ihr seht, er scammt um 15 Efis. Um 15 Efis, mein Freund. Wir gucken mal weiter. Es gibt nun leider noch ein heftiger, was er macht. Ist voll, jetzt ist es nicht mehr voll. Ich bin jetzt Rias, Digga. Leute, sagt Hallo zu meinem Rias, Digga. Er ist Ridas. Wie kann man so bescheuert sein? Jetzt mal ehrlich, was ist bei dir nur kaputt im Kopf? Was ist nur kaputt bei dir im Kopf, Digga? Ich werde jetzt Rias, Digga. Hallo? Was geht ab? Hallo! Ich bin Rias, hallo! Was geht ab? Das ist der Moment dann, wo man wirklich als Elternteil hingehen sollte und ihn sagen, ihn hinten auf den Nacken hinten eine draufklatschen sollte und sagen, Junge, mit dir ist was falsch gelaufen. Da würde ich erstmal die Playstation wegnehmen und erstmal so zwei Wochen erstmal nicht mehr spielen, mein Freund. Wie kann man nur so blöd sein? Rias ist back, Digga. Oh mein Gott, ich gehe zu Rias, Digga. Ich bin so aufgestanden, Digga. Bam, bam, bam. Ich bin neuer Scammer, Digga. Hier tut das auch noch mal mehrmals wiederholen. Ich bin ein Scammer. Ja, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll, Leute. Ich kann es nicht glauben. Drehmomental, das ist. Er war vorher bei mir auch immer in die Streams dabei und da hat er nicht gescammt. Ich weiß nicht, was mit dem los ist, aber somit sage ich ganz ehrlich, ist auch natürlich dann auch wieder blockiert bei mir. Er wird genauso wie jeder andere in die Scammerliste kommen. Das ist. Nee, sorry, ich bin da ein bisschen enttäuscht, weil das ist einfach nur noch traurig, Leute. Los, Gamer! Hab dich eingeladen. Bro. Ich scam nur andere aus Spaß, aber Freunde nicht so. So. Big Mac und so. Nicht so. So halt. Kannst du mir Karaffen geben? Servus. Servus, ey. Servus, was geht ab? Alles, was ich fest ist, was geht ab. Was ist dein Ingame-Name? Ja, du musst deinen schreiben. Ja, was, Miobra? Ja? Hast du Effis, Sonnen, Schnitzel?
Ich muss jetzt gerade mal gucken, Leute. Es gibt noch mal ein Video, noch mal einen Abschnitt, wo er da den Leuten dann Waffen scammt. Und ist gerade nicht wenige. Es ist für mich immer schwierig, den Teil rauszukriegen. Aber ich habe ja Kollegen, die helfen mir dabei, wie wir am schnellsten das dann kriegen. 1 Stunde 44. Ah, genau, 1 Stunde 44. Hier war das, Leute. Seht ihr, ich kriege hier laufend immer Nachrichten, wo die Leute mir das sagen. Und ja, ich meine, da sollte man dann schon wirklich. Ich habe so viele Kontakte jetzt schon auf YouTube, die wirklich da gucken, die schauen sich verschiedene Streams an. Und da wirklich zu gucken. So. Und hier ist jetzt nochmal ein Beispiel, was er noch getan hat. Digga. Kannst du mich jetzt. Ja, schnell schauen. Ich glaube, das war noch ein Stück. Gehen wir jetzt erstmal noch hier hin. Wurde von YouTubern gescampt? Jetzt scamme ich selber. Jetzt bin ich Rias, Digga. Ich werde jetzt Rias Okay, er wurde von werden, YouTuber Digga. Ich will gescampt. Party gekickt, Digga. Welcher Hurensohn? Hier sagt das jetzt, pass auf. Ich. Wer? Bin nicht mehr in deiner Partner. Ey, so dumm. Rede wie ein Scammer. Ich will dir was zeigen. Ich? Ach So, so, ja, okay. da schreibt einer rein, er ist dumm. Rede wie ein Scammer, du Keck. Ja. Smack-up. Ja, Ja, baue mich baue mal. mich mal. Aber du Aber musst du mit musst drin mit drin sein. sein. Okay. Gamer finden. Aber nicht Aber nicht aufheben. aufheben. Ah, ich habe mich Ah, ich habe mich doppelt. doppelt. Okay, jetzt nicht So, mehr. jetzt, Leute, jetzt wird's brutal, Leute. Was ist das? Oha. Ganz viele Deautomatisierer. Da fehlen mir die Worte, Boah. Leute. Oh yeah. Da fehlen mir die Leute. Da fehlen mir die Worte, so wollte ich sagen. Also, wie man sich da noch cool finden kann hinterher. Das verstehe ich nicht. So Leute, ihr wisst Bescheid, Dremomental ist ein Scammer. Wir haben ihn offiziell jetzt als Scammer ernannt, Leute. So können wir das natürlich nicht mehr lassen. Wie gesagt, Leute, Video ist in der Besch Link zum Video ist in der Videobeschreibung, könnt ihr euch dann anschauen. Und ich würde sagen, Leute, Dankeschön, dass ihr auf jeden Fall euch das Video reingezogen habt. Warnt immer andere Leute, kleinere YouTuber auch, so wie neue, die jetzt mit Traden neu anfangen. Warnt die Leute durch solche Leute wie Dremomental. Und ich würde sagen, Kuss geht raus an euch. Dankeschön, dass ihr zugeschaut habt. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, meine Freunde. Haut rein.